Meine Nase juckt. Nein. Popel. Bei dir nicht. Aber bei meinem Kleinen mache ich das immer voll gerne. Ey, da kann ich, mache ich immer so. Nee, nee, bei dir finde ich es ekelhaft. Ja, so nicht. Aber es ist so, kennt ihr das? Ihr seht den so am Anfang Monster der Nase. Batsch. Und dann denkst du dir so, mit einem Griff hast du ihn in der Hand. Musst du schnell sein dabei? Du kannst ihn so wehrt sich dein Kind? Und dann so schnipsen. Nee, nee. Er ist dann eher, ich muss ihn immer packen. Ich nehme ihn dann so und sage, komm her. Und dann macht er schon so, nein. Und dann muss ich natürlich den, ich habe diesen Griff natürlich. Wie machst du denn? Wie geht da, wie machst du das? Ich krieg das ja gar nicht. So. Ei, ei, ei. Du hast, nein. Du wirklich was erwischt. Es tut mir leid. Nein, das war, ja, es war wirklich ekelhaft. Ein Nasenhaar. Mano. Naja, also ich krieg das gar nicht hin normal. Der hasst das. Ich muss immer nur den machen. So, Schnopp. Und dann? Ja, kenne ich. Warum hat man, ich dachte, alle sagen, meine Mütter hätten immer Taschentücher. Das stimmt gar nicht. Ich habe ständig keins. Und dann habe ich auch, wenn ich die Nase, wenn du draußen bist, ne, das ist so feucht. Oh, ja. Dann mache ich auch den und dann auch bei mir manchmal. Ich meine, die Sachen sind doch nur, die sind eh dreckig. Die sind immer dreckig. Das ist ekelhaft. Das kannst du nicht zwei Tage mehr tragen. Nee, man tut es trotzdem manchmal. Ja. Also manchmal finde ich so Sachen auf dem Boden. Der lag gerade auf dem Boden jetzt hier auch. Mhm. Ja, mein Boden. Auch wenn was auf dem Boden fällt. Alle immer so, nee, nee, ist schon okay. Also beim Bäcker fällt ihm, ne? Fällt ihm der Keks und für dich fällt er auf den Boden. Ich mache immer so alles, was nicht länger als 10 Sekunden auf dem Boden war, kann er weiter essen. Also immer so. Und die entsetzt die Leute hier dann immer gucken. Ich mache dann auch mal, pff. Ist okay und Frieden. Mhm. Das ist nicht schlimm. Dreck reinigt ja auch den Magen. Ja, ja. Mhm. Schmatzt sich eigentlich. Ja. Ich esse diese. Ist schon unangenehm. Ist schon laut, für die, also ne? Für die Zuschauer ist das. Ist laut, ne? Ja. Naja. Ich bin ein Popo-Schnüffler. Eine tiefe Nase, Popo. Wie ich weiß, aber ich meine, ich muss doch gucken, ob die Windel voll ist. Ach so. Oh nein, was dachtest du? Ja, oh, du krankes Schwein. Du hast gesagt, du bist ein Popo-Schnüffler. Nein. Hab ich auch gedacht, nein, ne? Ich bin ein. Okay, raus. Ich bin ein Windelschnüffler. Wie geil bist du? Nein, das macht auch nicht doch, das ist voll gut. Das bleibt voll drin. Popo-Schnüffler? Naja, ich mach dann immer, zieh ich so den Slippy weg, ne? Und dann gucke ich rein. Die kleine, schnelle. Nicht? Nicht? Macht man das nicht? Also ich schnüffel seine Füße. Aber es ist ein Spiel. Es ist so, ich mach so. Weil manchmal ist es wirklich ekelhaft. Und ja, er findet es lustig. Die waren ja mal ganz süß, voll die Füße. Süß. Die waren, die haben auch gar nicht gerochen. Das nimmt jetzt irgendwie, verändert sich das. Mm. Wir kriegen Mauken. Ausrede. Das Kind ist Ausrede. Kind ist Ausrede. Immer. Für alles. Ist geil, ne? Jetzt muss man nicht mehr so krass in dieser Kiste wühlen nach diesem, ne? Sondern, warum bist du so spät? Kind war Kind. Also Wickelunfall. Wie sieht's denn hier aus? Kind. Und willst du heute noch vorbeikommen? Nee. Nee. Kind ist krank. Ah, ich verspäte mich um 3 Stunden. Magen-Darm. Kind hat gebrochen. Muss ich alles wegmachen. Niemand will dich da haben. Nee. Wenn du Magen-Darm hast. Oh ja. Nee. Mein Kind kommt heute nicht in die Kita. Du willst nur ausschlafen? Ja. Ich will diesen Monat nicht so viel. Was habe ich da? Essen? Ja, Essen im Haar. Kennt ihr auch, ne? Guck so, machst du das auch mal? Haare. Immer, ich mache immer. Der hat doch, die Haare gehen dann so runter, ne? Und das ist dann dieser doofe Promi, so wie Jim Carrey bei Dumm und Dümmer. Ich mache immer ständig, Entschuldigung, aber ich mache dann einmal so, ziehe ich das, den kleinen süßen Seitenscheitel. Und meiner hat so einen Wirbel und ich muss dann immer so gucken und dann mache ich auch, ganz oft fummel ich dem auch immer so. Affenmutti, die das Kind dann immer so ständig. Oh Gott. Immer. Egal, ey, Muttis Spucke. Oh Gott, ich habe das einfach mal bei ihr gemacht, das war so Reflex, da war, und mir hatte danach was, und haben wir uns angeguckt. Ah, oh Gott. Schon ekelhaft. War schon erschrocken über uns. Ich fand das auch ekelhaft früher. Stell dir mal vor, du triffst dich mit einem Typen. Warte, du hast da was. Kleines Date. Oh Gott, wie peinlich. wenn er Dreck unter den Nägeln hat, ich hasse es. Aber mittlerweile gibt er mir auch seine Fingerchen und sagt, Igitt. Igitt? Kleiner Franzose. Igitt. Und dann mache ich ihm das so weg und dann findet er das auch voll gut. Und dann kann ich nämlich gleichzeitig auch anfangen, seine Nägel zu schneiden.
Weil manchmal gibt es echt, es ist so kompliziert, weil dann will er es nicht, zieht es weg, geht sie dran. Dann sage ich, guck mal, wir machen das jetzt schön. Jungs brauchen keine langen Nägel, das ist irgendwie. Nee. Dann lässt er das mit sich machen. Echt, das funktioniert bei uns überhaupt nicht. Nee, ich fahre alles raus. Fernsehen angemacht. Die geilsten Videos bei Netflix. Funktioniert alles, Musik. Ich mache den Nagelscherentanz, alles. Ich kann nur noch feilen. Kenn ich. Kennst du das? Das Kind steckt dir gammelige Sachen im Mund. Vielleicht hatte der das auch schon im Mund. Der sieht schon so angeknabbert aus, um ehrlich zu sein. Schmeckt aber ganz gut. Naja, ist ja dein Kind, ne? Ich habe auch so abgesiffte Hirse-Kringelstangen hat er mir immer. Mama. Und du sagst noch, nein, danke, um ihm das so, nein, ne? Danke, ist okay. Das ist voll lieb, danke. Mama. Ja, und dann so. Warte, darf ich dir so. Der zwingt dich. Ich weiß, aber der macht das ja. Gut. Genau. Wie bei den Füßen. Gut. Genau. Das Ekelhafte, sondern du kramst und das Kind möchte gerade jetzt unbedingt einen Schnuller und du kramst überall in den Taschen und suchst und machst, findest den in der letzten Ecke des Buggys. Mit so Siff. Mit und so Hasel und Fussel Siff. Und denkst dir nur. Staub. Nur um Ruhe zu haben. Erstmal ein bisschen abgewischt. Ja. Oder wenn er auf den Boden fällt. Ne? Klar, also deine Millionen, Tausend, Milliarden kleinen Bazillen und Bakterien im Mund sind ja vielleicht auch nicht so gut. Aber hey, es sind deine. Ja. Gepaart wahrscheinlich dann noch mit den anderen. Wahrscheinlich geben wir denen dann immer die volle noch Dröhnung. Mehr. Oh Gott.